Name ist Barbara Fritze. Ich bin gebürtig aus dem Sauerland, wohne aber seit 1971 mit meiner Familie hier in Hattingen. Ich finde das hier sehr schön, aber trotzdem die Wurzeln aus dem Sauerland, die habe ich nicht vergessen. Und jetzt im Alter, nach einem langen Leben als Fotografin, genieße ich das mal, die alten Dinge wieder aufleben zu lassen und zu kochen nach den Rezepten meiner Mutter. Glücklich macht mich auch die Beziehung mit meinem Mann. Wir kennen uns seit 1965. Da war er 18 und ich 17 Jahre alt. Und seitdem sind wir zusammen unter Höhen und Tiefen durchgestanden. Und wir sind beide noch gesund. Und ich liebe, wenn mein Mann Gitarre spielt. Er spielt fantastisch Gitarre und schreibt und malt. Und der Tag ist ausgefüllt. Wir haben einen schönen kleinen Garten. Wir genießen unsere Wohnung. Wir haben schöne Reisen gemacht nach New York, hauptsächlich dann zweimal, und nach Santorini. Und das sind schöne Erinnerungen. Aber jetzt sind wir sehr häuslich geworden. Wir sind also ein altes Ehepaar, das zu Hause im Sofa sitzt und sich glücklich anguckt, zusammen frühstückt. Das Huhn hat jetzt ungefähr 3 Stunden in dieser Suppe gekocht. Und jetzt bereite ich das Gemüse zu, was da reinkommt. Das ist im Winter sehr gesund. Dann hilft so eine Hühnerbrühe. Also so ein gekochtes Huhn ist ein Gesundmacher. Wie heißt das ganze Rezept jetzt? Oder was? Einfach Hühnersuppe. A la Sophia. Das ist meine Mutter auf dem Foto da oben. Und die hat das immer so gekocht und davon habe ich das gelernt. Lange Jahre in Essen und aber auch im Frühjahr schon angefangen zu fotografieren, und ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt, als die Schwarz-Weiß-Fotografie noch gang und gäbe war. Dann habe ich pausiert, weil ich die Kinder bekommen habe. Dann habe ich Töpferkurse gegeben, und irgendwann, als die Kinder groß genug waren, habe ich mich auf meinen alten Beruf besonnen, weil mir der sehr viel Spaß gemacht hat. Dann habe ich meine Fotos genommen und habe mich vorgestellt in Essen bei Foto Linsbach. Und dann habe ich die Chance bekommen, dass ich da angefangen bin von der Pike auf. Die Technik hatte sich jetzt inzwischen unglaublich verändert. Und dann die Fotografie sich gewandelt hat ins Digitale. Und da war ich dann auch schon über 60. Und dann bin ich praktisch rausgestiegen, weil die alte Art, Fotostudios zu führen, dann im Aussterben auch war. Wir haben ja analog noch gearbeitet. Alles, was kam, Hochzeiten, Kinder. Wir haben erotische Fotos in alten Fabriken gemacht mit Frauen, die schon Mütter waren. Ich habe ganz viel Frauen fotografiert in alten Fabriken. Und das habe ich dann privat auch noch weitergemacht, bis ich jetzt nun selber 77 bin. Und ich denke, das Fotothema ist so ein bisschen abgeschlossen. Und dann habe ich mich halt besonnen auf, was ich gerne mache. Ich koche unheimlich gerne, und das ist jetzt mein Hobby. Und ich besinne mich so auf meine Wurzeln. Das macht mir dann riesen Spaß, jetzt die Familie zu bekochen. Und die Fotos hängen jetzt noch an den Wänden. Das sind Relikte aus meiner Vergangenheit. Ich liebe auch jedes Bild, und das hat auch Spaß gemacht. Aber ich bin froh, dass ich das alles noch kann und dass ich noch fit bin. Dann habe ich so einen Eierstich vorbereitet, der kommt da gleich auch rein. Da werden 2 Eier, so praktisch wie Spätzle, so eine Konsistenz hat das. Das wird dann in die Suppe gelassen und stockt da, und das ist dann wie so eine Einlage auch noch. Kenn ich noch von früher, ja. Ja. So, jetzt fängt das hier langsam an zu köcheln. Jetzt kommt der Blumenkohl da rein.
drei Stunden lasse ich das köcheln und dann holt man das da raus, das Fleisch, zieht die Haut ab und schneidet das Fleisch in so kleine Würfelchen. Und warum nimmt man die Haut raus? Weil ich meine, die Haut ist ja gekocht. Die ist ja gekocht. Nee, die Haut nimmt man hinterher, wenn man das Huhn gekocht hat. Man hat ja die Knochen und das ganze Huhn kommt ja da rein. Das ganze Huhn kommt in diese Suppe und köchelt, muss man auch abschöpfen. Da kommt dann so alles raus. Damit die Suppe klar ist, schöpft man das ab. Und dieses Fleisch, entfernt man die Haut, das ist ja eine gekochte Haut, das ist eklig, das ist ja nicht wie beim gebratenen Hähnchen. Das schmeißt man dann weg und die Knochen natürlich auch. Aber die sind ja ausgekocht und unglaublich gesund. Hier sehr glücklich. Ich finde Hattingen unheimlich schön, aber wie gesagt, die Wurzeln sind eben halt woanders und wenn man alt wird, besinnt man sich auf die Kindheit, das geht dann alles wieder durch den Kopf und als ob sich ein Kreis schließt und das macht mich eigentlich glücklich, weil ich Gott sei Dank noch gesund bin und das Alter auch genießen kann und meine Kinder sind erwachsen, haben gute Berufe, ich habe 4 Enkelkinder, mit denen ich sehr glücklich bin. Alle sind gesund und munter und das ist eigentlich ein schönes Lebensresümee. So, Mahlzeit. Guten Appetit. Und das sieht doch eigentlich schon sehr gesund aus, ne? Ich wünsche mir, dass ich noch lange fit bleibe und auch bei Verstand bleibe. Das ist ja heute sehr schwierig. Wir werden alle sehr alt und die körperlichen, die geistigen Kräfte lassen oft nach und der Körper ist noch gesund und das ist dramatisch für viele. Und ich hoffe, dass man da Dinge erfindet, dass demente Leute das nicht so schwer haben. Und wir fürchten uns alle davor, dass wir dann so enden und das möchte ich natürlich auch nicht. Ich möchte lange noch auch geistig fit bleiben.